Heute gibt es wieder was für EWM-Fans, wie mich zum Beispiel, die Möglichkeit, sich die T-Trix 300 Comfort 2.0 live zu erleben. Ich habe mir heute überlegt, Edelstahl zu schweißen, 6 mm Kehlnaht, was muss ich in der neuen Steuerung Comfort 2.0 alles einstellen, wie verhält sich die T-Trix 300 AC-DC Comfort 2.0. Wir beachten heute, schweißen wir gasgekühlt, im nächsten Video gibt es das Ganze wassergekühlt, das neue Bedienpanel haben. Das sieht man so schön. Wir haben zwei LED-Anzeigen. Das erkennt man sofort. Das ist neu. Gastest-Button, das ist auch ganz neu. Und an sich ist die Steuerung ganz anders. Wie gesagt, die T-Trix 300 hat sich auch schwer verändert. Sie ist leichter geworden, kompakter. Und was wir deutlich erkennen können, wir können sowohl nach links sowie nach rechts unsere Schweißrampe abgeben. Ich habe hier einen Retox-Brenner vorbereitet, womit ich praktisch und bequem alles am Brenner einstellen kann. Zur Relation, damit ihr versteht, wir haben volle 300 Ampere dabei und die kann ich ganz alleine tragen. Die Maschine hat eine Standby-Funktion, das heißt, wenn die Maschine über Nacht eingeschaltet gelassen wird, frisst die keinen Strom. Sie geht in die Standby-Funktion durch einfaches Berühren oder Bewegen des Displays, wacht die Maschine auf. Was muss ich jetzt einstellen? Ich habe jetzt Edelstahlbleche, das heißt, ich muss an der Maschine sagen, bitte DC-Modus, das können wir hier einstellen. Aktuell stehen wir auch im DC-Bereich. Wir können aber auch den AC aktivieren für Aluschweißen. Also wir haben den DC aktiviert. Hier oben können wir deutlich erkennen, dass wir auch im WIG-Modus sind. Das bleiben wir jetzt auch erstmal. Als zweiten Step haben wir den Elektrode-Modus, den können wir auch einstellen. Aber wir bleiben natürlich, weil wir WIG schweißen wollen, im WIG-Modus. Jetzt können wir sagen, wollen wir das Ganze Viertakt schweißen oder wollen wir Zweitakt schweißen? Und das war's auch schon. Mehr brauchen wir nicht einzustellen. Das Einzige, was wir noch einstellen sollten, ist, wenn ich Edelstahl schweiße 6 mm, dann muss ich ein bisschen Vorahnung haben. Das heißt, pro Millimeter ca. 30 Ampere, 120 Ampere. Übrigens, ich bin im Viertaktmodus. Diese Funktion kann ich sogar während der Schweißung, wenn ich eine ruhige Hand habe, während der Schweißung verwenden. Ich merke, ich habe zu viel, also kann ich hiermit nachregeln. Ein bisschen pendeln und zwar obere Flanke, untere Flanke mitnehmen und werde das Ganze so schweißen, ohne Zusatz und ohne Puls im DC-Bereich. Ich lasse die Nadel etwas länger rausschauen, sodass die genau da reinpasst. Wir können schön erkennen, ich habe mittendrin ein bisschen nicht optimal geschweißt, habe neu angesetzt, neu geführt. Hier war ich zu langsam, dadurch ist es dunkler geworden. Hier war es optimal. Ohne Zusatz, ohne Puls. Mit unserer T-Trix 300 AC-DC Comfort. Wir starten noch einmal und aktivieren den Puls. Automatikpuls, Sekundenpuls. Also durch den Puls sehe ich, dass ich eine viel feinere Schuppung habe. Mit dem Puls habe ich meine Schweißnaht besser unter Kontrolle. Ich habe eine feinere Schuppung. So, das war unsere T-Trix 300 AC-DC Comfort 2.0 mit der Comfort 2.0 Steuerung.
Die Bedienung habe ich euch erklärt. Das Ganze haben wir mit einem Retox-Brenner gemacht. Das können wir daran erkennen, da wir dieses Display haben plus Up-Down-Funktion. So, zum Nahtreinigen bereiten wir unseren Power Cleaner vor. Hier haben wir unsere Flüssigkeit. Die wird aktiviert, indem wir das Gerät einschalten. Und schon haben wir unsere Naht blitzeblank. Das führe ich euch gerne noch einmal vor. Unser zweites Stück, was wir vorhin geschweißt haben, gehen mit der Masse dran. Und schon haben wir unsere Naht einwandfrei poliert. Einfach kinderleicht zu bedienen und die Flüssigkeit ist absolut ungefährlich. Keine Beize, keine Säure. Es ist, das kann ich einfach mit einem nassen Tuch abwischen. Top! So, das kann sich sehen lassen. Wir haben die Naht perfekt poliert, sauber, schnell. Unser Equipment von heute, die Tetrix 300 AC-DC, unsere leichte ALB-Gasflasche mit Argon, unser Power Cleaner, womit wir die Nähte gereinigt haben. Wir können alles mitnehmen, wir sind absolut mobil und haben 300 Ampere dabei.